Und dann gibt es eine ganze Reihe von Vergiftungsepidemien, zum Beispiel in Minamata im Irak. Und da gibt es eben, es sind ja keine Menschenversuche, aber eben sehr, sehr gute Beobachtungen, was eben wirklich Quecksilber macht. Man hat dort in die Minamata-Bucht quasi Quecksilber eingeleitet bis 1968. Durch den Verzehr des damit vergifteten Fisches und anderer Meeresprodukte, die man über 20 Jahre lang eben zu sich genommen hat, wurden schätzungsweise 200.000 Menschen mit diesem Methylquecksilber belastet. Etwa 17.000 ansässige Personen erhoben dann auch Ansprüche, offiziell als Katastrophenopfer anerkannt zu werden. Das ist 2.264 Betroffenen auch gelungen. Fisch ist die wichtigste Proteinquelle im ländlichen Japan. Bei Erwachsenen entwickelte sich eine Reihe neurologischer Probleme wie verschwommenes Sehen, wie Hörstörungen, wie Geruchs- und Geschmacksstörungen, wie unsicherer Gang, Ungeschicklichkeit der Hände, Sprachstörungen, somatosensorische, also Körperempfindung und psychiatrische Störungen. Und die betroffenen Babys, also die Feten, also ab dem vierten Monat, wurden schwere Störungen der mentalen, also geistigen und motorischen Entwicklung beobachtet. Es gab erhebliche Probleme beim Kauen, Schlucken, Sprechen, Gehen, Koordination, unwillkürliche Bewegungen, Zuckungen. Es waren stets beide Körperseiten betroffen. Pathologische Untersuchungen betroffener Gehirne ergaben auch einen Verlust der Neuronen im Kleinhirn und auch in betroffenen Stellen im Großhirn, im Cortex, in der Rinde. Wie man dann im somatosensorischen, also Wahrnehmung des Körpers, im visuellen, im Hörbereich gefunden hat. Und bei den Feten waren diese Schäden diffuser verteilt als im Gehirn der Erwachsenen. Und im Irak, Winter 1971-72, gab es 40.000 Menschen, die eine Vergiftung hatten. 6.000 davon wurden stationär behandelt. Die Ursache war selbstgebackenes Brot, für das mit organischen Quecksilberverbindungen wie Methyl- und Ethylquecksilber behandeltes Saatgetreide verwendet wurde. Und es gibt sicherlich noch Länder, wo auch da immer noch Spuren drin sind. Deswegen finden wir heute auch immer noch Quecksilber in Lebensmitteln und damit natürlich immer in kleinen Spuren. Und unsere Lebensmittelüberwachung findet sowas auch, aber meistens kommt es erst zur Anzeige, wenn das schon gegessen wurde. Und wie will man dann nachverfolgen? Sie wissen ja, wie schwierig das mit Covid ist, wer wann da wo mal was von gegessen hat. Und geschweige denn, wer will da jemanden wecken und sagen, oh, du wirst vielleicht krank, weil. Aber hier sehen Sie, was sozusagen an Tretminen auch in unserer Lebensmittelversorgung immer noch dabei ist, wenn Sie darauf vertrauen, dass das alles schon so in Ordnung sein wird. Und so einfache Sachen wie Parästhesien, also es kribbelt irgendwo oder es juckt oder ich habe das Gefühl, da wird was taub oder ich kann nicht klar sprechen, ich habe vielleicht Wortfindungsstörungen, mein Gesichtsfeld ist eingeschränkt, ich kann unflüssig gehen. Das sind so die klassischen klinischen Symptome, die man dann dort auch gefunden hat. So, und die niedrige Exposition, also das, womit wir quasi andauernd auch konfrontiert sind, ist eben wirklich Fisch. Je größer die Spezies und je älter sie werden, also am Ende der Nahrungskette sie stehen, wie ich ja vorhin schon sagte, umso höher ist die Konzentration dieser organischen Quecksilberverbindungen. Und die findet man eben in Bereichen, wo Industrieabwässer in die Seen, Flüsse und das Meer eben auch eingeleitet werden. Und natürlich auch da, wo der Austausch möglichst eingeschränkt ist, wie es eben im Mittelmeer der Fall ist, wie es auch in der Ostsee der Fall ist und wie es auch im Schwarzen Meer der Fall ist. Und im Roten Meer wird es nicht anders sein. Es gibt bestimmt noch mehrere Meere, die so sind, die ich aber jetzt nicht aufgezählt kriege. Und da gab es eben, hier steht es auch, Kanada, Peru, Samoa, Mittelmeerländer, allerdings keine schädlichen Auswirkungen innerhalb einer Aufnahme von Methylquecksilber durch Verzehr von Fisch und Meeresfrüchten, obwohl gelegentlich ein erhöhter Gehalt in Blut und Haaren gemessen wurde. Das Hauptinteresse im Zusammenhang mit Methylquecksilber im Fisch gilt jedoch den möglichen Effekten einer vorgeburtlichen Exposition und der danach gehenden Entwicklung. Und deswegen gab es die meiste Aufmerksamkeit zu den Zahlen von Mutter-Kind-Paaren, die daran teilnahmen. Da gibt es Studien Neuseeland, dann die Färöerinseln in der Nordsee und die Seychellen im Indischen Ozean. Und diese Studien zusammen mit Daten aus dem Irak bilden die Grundlage, um herauszufinden, wer ist denn eigentlich gefährdet, also welche schwangere Frau hat sichere Werte
und wer eben nicht. Und zwischen diesen Studien gibt es bedeutsame Unterschiede im Hinblick sowohl auf das Design als auch die Ergebnisse. Und in Neuseeland hatte also der Quecksilbergehalt im mütterlichen Haar während der Schwangerschaft durchaus Auswirkungen auf den Intelligenzquotienten und die Sprachentwicklung, die motorischen Fertigkeiten der Kinder im Alter von 6 Jahren. Und Neuseeland ist in dem Fall wirklich auch ein entwickeltes und gebildetes Land, wo man also auch gute Universitäten hat und wo man auch sicherlich international gut verwertbare Ergebnisse hat. Und die Konzentrationen waren bei 13 bis 15 Picoparts per Million während der Schwangerschaft und die hatten niedrigere Scores erreicht. Und auf den Färöerinseln hatte man Walfleisch gegessen und gleichzeitig polychlorierte Biphenyle zu sich genommen und da hat man Nabelschnurblut untersucht und mütterliches Haar sich angeschaut und die Kinder im ersten Lebensjahr im Alter von 7 Jahren untersucht und hat dann bei den 7-jährigen Kindern eine umfangreiche neurologische und neuropsychologische Testreihe durchgeführt. Und auf den Seychellen wurde dann während der Schwangerschaft auch mütterliche Haarproben gesammelt und auch die Ergebnisse neurologischer Tests zum Intelligenzquotienten und den Entwicklungsmeilensteinen der Kinder im Alter von bis zu 9 Jahren in Beziehung gesetzt. Und dabei gab es dann keine ausreichenden Belege für eine Beeinträchtigung der kindlichen Entwicklung durch die vorgeburtliche Exposition aus Seefisch. Und eine ausführliche Diskussion durch den Verzehr von Seefisch sprengt, sagt er hier, den Rahmen der Arbeit, muss man aber individualmedizinisch dann eben sehen. Und individualmedizinisch bedeutet, es hängt immer von den Entgiftungskapazitäten und der Versorgung der Mütter ab, die hier ja laborchemisch nicht erfasst wurden und wo es dann in der großen Gruppe der Untersuchten eben Einzelfälle gibt, wo es dann doch zu nicht so tollen Ergebnissen führt, die sich aber im Durchschnitt dann nicht zeigen und deswegen sozusagen als wichtige Information verrauschen. Und daher geht man jetzt auf diese individualmedizinische Geschichte auch ein. Man spricht